Setup steht, neues Video mal wieder. Ich bin's gar nicht gut. Aber meine Haare sind schon lang geworden, gell? Hallo und herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Wie versprochen, nach ungefähr 2 Jahren zeige ich euch, wie man Kartoffeln kocht. So kommt das Ding aus meinem Schrank raus. Also ich lege immer den Deckel umgedreht drauf. Das ist wichtig, weil wenn ihr den Deckel, wenn ihr das, den Instant-Pot im Schrank lagert und ihr macht den Deckel zu, dann gammelt es, wenn das nicht ganz trocken ist. Also immer schön den Deckel so rum drauflegen. So, also. Ah ja, das ist übrigens ein toller Korb, mit dem man Gemüse kochen kann oder zum Beispiel einen ganzen Blumenkohl reinlegen kann. Super, hat hier so einen kleinen Abstandsgedöns, dass es nicht im Wasser steht. Dann gibt es eben das Teil, das kommt, wird ja mitgeliefert mit dem Instant Pot. Das müsst ihr separat kaufen. Und das ist der Topf, der eben in den Instant Pot reinkommt. Also Topf rein. Und jetzt könnt ihr entweder das oder das, das ist weniger zum Putzen, also für die Kartoffeln nehme ich immer das, hinein damit. Und dann habt ihr euren Sack Kartoffeln. Und das vielleicht auch noch als kurzer Tipp. Also immer mal wieder, wenn man die Kartoffeln lagert, immer schön dunkel lagern übrigens. Ich weiß, das ist für die Hausfrau, die weiß das natürlich alles. Aber zum Beispiel meine Kinder, die wussten das nicht. Also die haben immer mal wieder solche... Wenn man es ein paar Tage lagert, wachsen dann die Teile daraus. Das heißt, das schneiden wir einfach, wenn ich die wasche, dann mache ich das einfach mit dem Messerchen weg. Übrigens noch was, wenn die Kartoffeln grün sind, also grüne Stellen haben, in den Müll. Also grüne Kartoffeln nicht machen, die schmeißt du einfach in die Mülltonne. So, dann wasche ich sie jetzt mal. Kartoffeln hinein. So, und jetzt mache ich immer heißes Wasser rein. Dann geht das Ding nämlich schneller auf Temperatur. So, und jetzt kommt ungefähr ein Cup Wasser rein. Das sind 120 Milliliter. Ein halber Cup Wasser aus dem Wasserkocher. Also, jetzt den Instant Pot einstecken. Piep. Kommt hier das On-Zeichen. So, und jetzt den Instant Pot schließen. Da ist hier ein Pfeil und hier ein Pfeil. Tonsignal. Verschließen. Das Ventil auf Ceiling setzen. Dann hier ist Pressure Cook. Und dann die Uhrzeit auf 12 Minuten einstellen. Also ihr könnt es zwischen 12 und 15 Minuten, wenn ihr so riesige Kartoffeln habt, dann macht ihr 15 Minuten. Wenn ihr so medium große Kartoffeln habt, wie ich jetzt, dann 15 Minuten. Jetzt gibt es diese 3 Töne, um dass er sagt, ich bin jetzt bereit. So, und jetzt braucht der Instant Pot eine Weile, bis er quasi bis er den Druck aufgebaut hat, bis das Ventil wieder hochkommt und dann startet das Gerät, diese 12 Minuten runterzuzählen oder hochzuzählen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich denke, das wird so 10 Minuten gehen, bis das hochkommt, also bis der Instant Pot Druck hat. Und in der Zeit könnt ihr zum Beispiel die tiefe Hocke machen. Nicht am Handy rumspielen. Runter in die tiefe Hocke. Ich höre das. Temperatur immer so. Die Spannung steigt. Da kann es sein, dass mal ein bisschen Wasser rausspritzt oder so, wenn er zum Beispiel Suppe kocht oder so, da dürft ihr nicht erschrecken. Das Ding explodiert also nicht. Jetzt aufkürzt. Oh. Hüftkreisen. Jetzt ist das Ventil hoch. Jetzt müsst ihr eigentlich mal zählen.
fahren. Das ist komisch, weil wenn das Ventil hoch ist, müsst ihr eigentlich zählen. So genau habe ich diese Zugabe nicht beachtet. Wann fängt das Ding eigentlich mit Zähler an? Ein Pieps, dann fängt die Uhr an zu zählen. 12 Minuten und jetzt zählt es runter. So, Freunde, jetzt mache ich ein bisschen Sport, während das Ding kocht. Jetzt habe ich ganz meinen Tee vergessen. So blöd. Zehnmal gepiepst, jetzt ist schon fertig. Wir schalten auf Cancel. Also jetzt könnte man quasi, wenn man was anderes drin hat, auf Keep Warm, dann zählt er quasi die Minuten hoch. Mit L vorne. Ja, jetzt ist L0, aber wir sagen jetzt Cancel. Und jetzt nimmt er ein Tuch und macht das Ventil auf. Aufpassen, heiß. Schnappt es gleich runter. Genau, jetzt hat sich's ausgedampft. Das ist auch ein kleiner Tipp. Wenn das Ventil nicht runterschnappt, wenn der keinen Ton mehr von sich gibt, dann geht er einfach auf dieses silberne. Jetzt ist es automatisch runtergegangen. Also man hätte jetzt können dem auch so einen kleinen Schubs geben. Und dann wäre er auch runtergefallen. So, jetzt Deckel öffnen und dann könnt ihr es in die Halterung reinstecken, ganz geschickt, und eure Kartoffeln entnehmen. Der Topf ist natürlich sehr heiß, also immer schön mit Hähnchen, wie der Schwab sagt. Schöne Kartoffelchen. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Reisgrundrezept wäre doch was. Ne? Jetzt muss ich kurz überlegen, weil das, der Instant Pot steht da jetzt falsch rum. Hä? Auf Wasser kann ich denken. Ich glaube, ich habe echt manchmal Wortfindungsstörungen. Das liegt am Alter. Cheers.